Internet und YouTube zurück bei Risen 2. Wir brauchen den Siegelring. Und ich habe keine Ahnung, die Typen stehen hier noch immer da und gehen nicht weg. Dann ist wohl die Frage... Ne, dann ist das eine Sache zwischen mir und der F5-Taste. Okay, wo ist der Schlüssel? War hier rechts, oder? Kann ich einfach so hier rein, ohne dass ihr blöd folgt, oder? Benimm dich hier. Okay, hier ist der Schlüssel. Du fragst es, hier zu zählen? Ich hab nichts... Oh Gott! F5! F5! Was ist, wenn ich schnell reinlaufe und ihn nehme? Alles nur eine Frage der Geschwindigkeit. Und der F5-Taste. Okay. So. Wir haben gespeichert. Lala. Lalala. Hupsi. Alles klar, Jungs? Alles klar? Okay. Ich, bin gar nicht hier. Ah, da kommt er schon. Da kommt er. Ja, ist ja gut. Ich hab nix. Go, go, go. Mach hier keine Dummheiten. Ba, ba, ba. Was ist denn? Was ist denn? Ist irgendwas passiert? Ne. Alles klar. Ich gehe. Tschüss. F5. Haha, der Schlüssel ist mein. Und ich stehe noch immer hier. Wie soll ich denn aber so schnell hier... Okay. Okay. Kein Thema. Kein Thema. Dann renne ich rauf und mach auf. Das reimt sich. Und go. Go, 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 go. F5? Wo ist der Siegelring? Wo ist der Siegelring? Siegelring! Ah, sie sind hier. Was ist denn? Raus hier! Okay, in Ordnung. Ich gehe. Ich komme nicht vorbei. Letzte Warnung. Ja, ich komme nicht vor. Ich komme nicht. Verschwinde. Ich bin... Okay, Gott sei Dank. Das. Okay, ich gehe schon. Und das gleiche Spielchen nochmal. Da gäbe es sicher eine elegantere Lösung, aber... Mir fällt es jetzt nicht ein. Okay, haben wir uns alle wieder aufgestellt. F5, danke. Und, sprinten. Was weiß ich, wie man da hier reinkommt, okay? Was ist denn? Okay, in Ordnung, ich gehe. Tschüss. Pff, keine Ahnung. Okay, Quatsch, hier rüber. Ja, wo ist denn jetzt der Sepp? Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Hier ist das Siegel. Dann wollen wir zur Tat schreiten. Bitteschön, ich bitte darum. Hier hat dieses Schreiben Ordnung. Zeichnet euch als Obrigatus Boten aus. Sobald ihr drin seid, haltet ihr für mich Augen und Ohren offen. Ich brauche einen Beweis für Mauregatos dunkle Geschäfte. Bringt mir nach Möglichkeit etwas Schriftliches. Vielleicht lässt sich in seinem Büro etwas finden. Vielleicht? Ey, ihr seid so creepy, ihr Spanner. Also, hey, Jungs, so sieht man sich. Macht ihr trotzdem Ärger, oder? Was haben wir denn hier? Den Grog? Den kann ich gebrauchen. Danke. Chaka, was? Vielmehr galt der Häuptling Pagabudu als grausamer Eroberer. Man sagt, er sammelte die Köpfe seiner Feinde auf dem Ritualplatz seines eigenen Dorfes. Cool. Seinem eigenen Schädel spricht man große magische Macht zu. Yeah. Die Marakai bewahren ihn nun schon seit mehreren Generationen. Mhm. Ah ja. Das war super. Super Info. Was gibt's hier noch zum Stehlen? Guten Tag. Hey. Das war ein angenehmes Gespräch. Rohes Geflügel, hast du was dagegen? Gut. 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 So.
Okay, sie gehen mir nicht auf die Nerven. So, was kann ich jetzt hier... Was kann ich jetzt machen? Logbuch. Ah, Jesus, was ist denn hier? Ja, ich bin an den Wachen vorbeigekommen. Quatsch, ins Haus des Hohen Rates. Wo ich wieder bin. Oder? So, Sesam, öffne dich. Du schon wieder. Was soll der Aufzug? Ich bin ein Diener Maurigatos. Na schön. Und welches Anliegen hast du im Hohen Rat? Ich hab keine Ahnung. Ich komme im Auftrag von Maurigato. Dann hast du ja bestimmt einen Passierschein dabei, nicht wahr? Selbstverständlich. Oh, tatsächlich. Dann will ich nichts gesagt haben. Los, rein mit dir. Geht doch. Hallihallo. Spielstand wurde erstellt, wunderbar. Puko! Was machst du denn hier? Ich bin Puko. Die Bauern haben mich gewählt, sie im Hohen Rat zu vertreten. Gute Idee. Ich bin der erste Bauer, der mitbestimmen darf. Den Hohen Rat gibt's ja noch nicht so lange. Wunderbar. Ja? Ich bin ein Bote von Maurigato. Nun, dann erledigt eure Arbeit und versucht dabei niemanden zu stören. Garcia war hier. Das ist durchaus richtig. Warum fragt ihr? Was hat er hier gemacht? Er kam als Parlamentär von Mara und überbrachte uns ein Angebot. Wir haben eine Ratssitzung einberufen und das Angebot gehört. Ihr dürft nicht darauf eingehen. Wir dürfen ein Angebot des Friedens nicht unüberlegt ausschlagen. Hat Garcia noch was anderes getan, als er hier war? Maurigato gewährte ihm Zugang zum Archiv. Was wollte er dort? Cassandra wird es wissen. Sie hat sich mit ihm unterhalten. Ich muss auch ins Archiv. Der Zutritt ist nur den Mitgliedern des Hohen Rates gewährt. Und Garcia? Garcia kam als Gast von Maurigato. Sobald ein Mitglied des Rates für euch bürgt, wird euch der Zugang gewährt. Tut euch selbst einen Gefallen und gewährt mir Zugang. Tut euch selbst einen Gefallen und gewährt mir Zugang. Ich verstehe nicht, worauf ihr hinaus wollt. Es ist wichtig, dass ich erfahre, was Garcia gesucht hat. Und warum? Er besitzt eine der Waffen gegen Mara. Die brauche ich. Für einen Boten seid ihr recht gut informiert. Wer seid ihr? Oh, verdammt! Ich bin Piratenkapitän. So, das erklärt einiges. Wie sieht's aus? Hilfst du mir jetzt? Mögliche Aktionen gegen Garcia werden Maras Angebot gefährden. Nein, ich denke, es wird besser sein, euch nicht zu helfen. Ich arbeite für die Inquisition. Ohne Uniform? Dann seid ihr ein Agent von Corrientes? Jetzt wird mir einiges klar. Aber solange Corrientes nicht zurück ist, kann ich nichts für euch tun. 80! Oh, Jesus. Wo ist das Büro von Maurigato? Die kleine Treppe hinauf gegenüber von der Schreibstube. Okay, ich hoffe, du verpetzt mich sonst jetzt nicht weiter. Dankeschön. Was gibt's hier noch Gutes? Verschlossen. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ach, komm schon. Warum ist ja so staubig? Die Protokolle der letzten Sitzung. Ja, bitte? Ja. Was ist deine Aufgabe? Beschäftigt sein. Ich bin die Archivarin. Zu meinen Aufgaben gehören Protokolle, Buchhaltung und Katalogisierung. Nicht gerade spannend, nicht wahr? Ich bin noch nicht gut. Das ist bestimmt eine anstrengende Arbeit. Über mangelnde Beschäftigung kann ich mich nicht beklagen. Garcia hat mit dir gesprochen? Ja, Garcia. Er sucht etwas im Archiv. Archiv,
Anschreiben, Abmahnungen. Entschuldigt bitte, ich bin beschäftigt. Ich muss wissen... Na schön, da ihr ja keine Ruhe gebt, helft mir bei einer kleinen Aufgabe, dann habe ich Zeit für euch. Gott! Wie kann ich helfen? Dann passt gut auf. In 5 Regalen lagern insgesamt 250 Bücher und 1000 Schriftrollen. Wobei ich einen Platz entweder mit einem Buch oder 2 Schriftrollen füllen kann. Ich muss noch 420 Schriftrollen und 75 Bücher unterbringen. Könnt ihr mir gerade sagen, wie viele Regale und Plätze ich dafür brauche? Was ist los? Ich habe keine Ahnung, was... Du brauchst ganz dringend eine Fackel. Du brauchst ganz dringend eine Fackel. Ihr bringt mich nur durcheinander. Also sagt, was ihr wollt, damit ich weiterarbeiten kann. Jesus, und dann nochmal das Ganze. Was für ein blödsinniger Quest. Tja, ne. Quest auf Ratsgebäude. Ja, na, was du nicht sagst. Ah, ich hätte mich nicht drehen sollen. Jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Okay, das ist wirklich absolut toll hier. Was ist hier? Das Schloss ist zu schwer für mich. Meine Güte. Ups. Das bedeutet, ich muss ihr jetzt helfen. Gott. Aha. Hä, wo ist denn? Bleibst du irgendwo oben, oder? Also, verdammt nochmal. Trank des Schützengold? Ja, gib her damit. Danke. Besser, du fasst hier nichts an. Bop, mein Herz, du. Schreck mich nicht so, Godi. Hat man dir noch nicht gesagt, dass ich nicht gestört werden will? Nein. Hat man nicht. Ich sehe schon, du bist neu hier. Ich bin Godi, Vertreter der Handwerker im Hohen Rat. Zurzeit beschäftige ich mich mit der Entwicklung neuer Waffen für die Inquisition. Kannst du mich ins Archiv bringen? Ich habe mit dem Schreibkram nichts zu tun. Darum kümmert sich Maurigato. Frag besser eins der anderen Ratsmitglieder. Du entwickelst Waffen? Feuerwaffen, um genau zu sein. Noch vor weniger als einem Jahr gab es nur sperrige Kanonen. Heute ist jeder Soldat mit einer tragbaren Feuerwaffe ausgerüstet. Das war meine Idee. Super. Du hast die Feuerwaffen erfunden? Ganz genau. Zurzeit beschäftige ich mich mit der Konstruktion von doppelläufigen Waffen. Du bist Mitglied des Hohen Rates? Ja, aber in erster Linie kümmere ich mich um meine Erfindungen. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für Politik. Aber Maurigato unterstützt mich. Vor jeder Ratssitzung haben wir eine kurze Besprechung, in der er die wichtigen Dinge für mich zusammenfasst. Mit meinen Fähigkeiten als Erfinder kann ich der Inquisition viel nützlicher sein. Kannst du mir was beibringen? Wenn du dich gut genug mit Feuerwaffen auskennst? Nein. Wie kann ich meine Feuerwaffen verbessern? Was willst du denn wissen? Bauern Scharfschütze werden. Oh, Feuerwaffen 8. Oh, Jesus Christ. Schneller nachladen. Ein Meister mit Feuerwaffen 9. Meister mit der Pistole 7. Geht gar nichts. Ich kann... Ja. Danke. Danke für nix. Hast du ein Glück, dass sie verschlossen ist. Ah, ich bin wieder hier. Was ist hier hinten? Ach, das ist der Raum mit... Okay. Oh Mann, hier kennt sich keine Sau aus. So, das bedeutet, ich muss zurück zu der Guten und mir nochmal anhören und dann brauche ich einen Taschenrechner und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen, macht's gut. Tschüss.